Sehr geehrte Damen und Herren, als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Pauschallotierte Unterstützungskassen möchte ich Sie heute informieren über vielfältige falsche Aussagen, falsche Versprechen, falsche Möglichkeiten der Pauschallotierten Unterstützungskasse, die derzeit verstärkt im Internet kursieren. So werden insbesondere unter dem Namen Unternehmerkasse oder Freie Unternehmerkasse Zusagen gemacht, die dazu führen, dass der Unternehmer nach Einrichtung einer pauschallotierten Unterstützungskasse kaum oder keine Steuern mehr zu zahlen hat. Dies ist natürlich so nicht richtig, kann auch nicht richtig sein. Gleichzeitig wird versprochen, dass sich der Unternehmer Personalkosten in Höhe von bis zu 2 Monatsgehältern spart, was ja eigentlich zu Gewinnen führen würde und damit auch zu Steuern, wenn es so wäre. Es wird versprochen, dass Darlehensgewährungen an das Unternehmen erfolgen können, was natürlich der Fall ist, aber diese Darlehen sofort gegen den Gewinn gerechnet werden können und sofort das Ergebnis reduzieren. Die Darlehensgewährung ist selbstverständlich ergebnisneutral. Es werden verschiedene andere Aussagen gemacht, die die pauschallotierte Unterstützungskasse leisten können. Es gibt Berechnungen mit Zinsen, die so kaum nachhaltig erzielt werden können. Lückenhafte Berechnungen, die man hierzu am Markt findet, und Aussagen, dass es eine Träger, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet beim einen Trägerunternehmen, kann es sofort beim nächsten anfangen und den neuen Arbeitgeber anweisen, an den alten Arbeitgeber etwas zu bezahlen, und der führt dann die betriebliche Altersversorgung fort. Es wird dargestellt, wenn ein Unternehmen die pauschallotierte Unterstützungskasse beendet, dass die Darlehensrückführung ganz normal, erfolgsneutral in einer Art Familienstiftung erfolgen kann. Man könne den Mitarbeitern auch Darlehen geben, die dann irgendwie und irgendwo untergehen. Mit solchen Versprechen werden derzeit aus unserer Sicht reihenweise Unternehmer zur pauschallotierten Unterstützungskasse gelockt, die dafür mehr als ungeeignet sind. Es werden vermutlich Berater getäuscht und viele Aussagen sind einfach geeignet, Unternehmer und Berater irrezuführen. Ob das Ganze bewusst erfolgt, ob das aus Unwissen erfolgt, ob die Materie schlichtweg verkannt wird, kann nicht dargestellt werden. Aber es ist wirklich mit solchen Auskünften Vorsicht geboten. Man soll es wirklich dokumentieren. Man sollte aufpassen, wer sagt sie, welche Gesellschaft steht dahinter, welche mögliche Haftung steht dahinter, und wirklich alles, bevor man abschließt, möglichst genau ausschreiben, möglichst genau überprüfen, hinterfragen, Fragen stellen, abklären, Informationen und recherchieren. Das ist an der Stelle der einzige Rat, den man geben kann. Insgesamt ist eine sehr traurige Geschichte, wie hier mit der pauschallotierten Unterstützungskasse verfahren wird. Entgegen allen anderen Marktteilnehmern und Beratern im Bereich der pauschallotierten Unterstützungskasse scheint sich hier eine Einheit gefunden zu haben, die hier schlichtweg mit Unwahrheiten pauschallotierte Unterstützungskasse berät.